Recht herzlich willkommen zur Folge 217 von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir ja so ein bisschen wieder optimiert. Da waren Dingens sag schon im Untergrund, war uns die Bahnlinie dann oben auch kaputt gegangen, weil wir da was weggemacht haben. Aber was ich jetzt machen möchte, ist ganz gerne Haltestellen aufsuchen, da auf Warten klicken und dann gucken, wo die meisten Gäste warten und dann da weiter optimieren. So, wir haben 6832 Passagiere warten hier an Lindau an der Tankstelle. Ich glaube, jetzt ist das hier. Oder? Ne, das ist gerade der Doppeldeckerbus. Der war gerade da vorbeigefahren. Das ist hier unten. Ach, ist ja offen das Fenster, deswegen kann man das dann nicht sehen, ist klar. So, und dann wollen wir mal gucken, wo die hinwollen. Über Mainz neben wollen die. Mainz neben ist hier oben, ne? Da oben ist Mainz neben. Also kurz da geguckt. Da geguckt, welche Linien 2 und 4. Nur Linie 2 fährt da lang. Das heißt, wir sollten vielleicht mal auf Linie 2 noch einen Bus setzen. Beziehungsweise bei der Menge kann man da definitiv auch 2 hinsetzen. Wo ist denn Westsiedlung? Lindau, Westsiedlung. Ne, das muss hier unten irgendwo sein, eigentlich im Westen. Lindau Westsiedlung Bahnhof, ist es das? Ja, da wollen die mit dem Zug also hin. Okay. Aber erstmal Busse. Busse, Busse, Busse. In Mainz ist auf jeden Fall einer, ne? Oder? Wo haben wir hier bitte schön? Da unten nicht, in Lindau ist er. So, Bus. Lindau Linie 2 war das, ne? Stadtbus Lindau. Linie 2, kopieren und Start. 2 da drauf. Einen hätte ich gerne auf jeden Fall gehabt. Der zweite sitzt da. Machen wir auch gerade hier unten hin. So, das sind nur zwei Busse, die wir kaufen mussten. Betriebsgewinn bleibt ja im Endeffekt so ähnlich, weil der Bus ja auch einen Wert hat. Aber wir fahren jetzt hier Passagiere durch die Gegend. Lindau Haupt. Oh, die fahren ja richtig weite Wege hier, ne? Tankstelle, Tankstelle. Da unten ist die Tankstelle. Lass den mal erst da einfahren. Gut, okay. Westsiedlung haben wir dann hier auch. Das ist der Bahnhof, wie gesagt. Wo wollen die denn alle hin? Über Köln, Land, Bahnhof. Die andere nach Gelsenkirchen. Aber Köln, Land, Bahnhof, das ist ja hier unsere Nordroute, ne? Das ist dieser Zug hier. Ja, da müsste man einen ganzen Zug für kaufen, ne? Das wäre nur die Frage. Na komm, den können wir gerade aufmachen. Da fahren auch Zweier. Und der ist voll und na, der ist fast voll. Ich weiß nicht, ob es da einen Sinn macht, die da einen dritten Zug zu machen. Das ist, glaube ich, relativ teuer. Die Busse, die sind dann doch günstiger, ne? Der kommt jetzt hier gerade angerauscht, einer. Der fährt ja auch bis nach Itzehoe Buchhändler durch. Das heißt, der nimmt hier gar keiner auf. Wo war der zweite? Da, der ist auf dem Rückweg. Okay, der müsste jetzt welche aufnehmen, wenn. Wo ist denn der? Fährt gerade in Itzehoe los. Ist aber. Oh, schon mit 600. Da haben wir schon einen draufgesetzt mit 604. Der ist aber schon voll. Aber 374 fahren nach Lindau Westsiedlung Bahnhof. Okay, dann steigen da ja wieder welche nach Köln ein. Okay, das sollte da funktionieren dann. Gut. Die ist zu. Das kann zu. Das kann auch zu. Warum haben wir den falschen erwischt jetzt hier? Westsiedlung, gut. Frankfurt Müllhof Betriebshof, das ist dort. Was liegt denn da? Rollenpapier. 5600 Rollenpapier. Was machen denn unsere LKWs da? Da ist zum Beispiel einer am Fahren. Die fahren leichten Gewinn ein. Ja, und der fährt sogar mehr Gewinn ein. Und da liegen 560 Rollen, das heißt, mehr da drauf. Warte mal, was ist das für eine Linie? Müllhof Druckerei. LKW. Das war ein Gelenkzug, ne? Ja.
davon. Müllhof, Druckerei, der war das. Kopie, Kopie, starten, starten, starten. Fertig. So, dann haben wir Darmstadt. Dort haben wir schon mal geguckt, glaube ich, ne? Köln-Aussiedlung, Flughafen. Immer noch 5096. Stadtbus Darmstadt, 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 Köln. Da ist nur einer drauf, da müssen wir unbedingt noch einen zweiten draufsetzen, oder? Wo ist denn der jetzt unterwegs? Ach, der ist gerade da angekommen. Ja, bei dem war ja das Problem, dass er so eine tolle Schleife da fuhr, ne? Ich glaube, wir gehen mal in den Untergrund gerade und überlegen, was wir hier machen könnten. Ah, da ist jetzt nur hier eine Spur durch. Also er wird definitiv hier hochfahren müssen und da rumfahren. Das haben wir ja auch schon gekürzt, ne? Da kommt er jetzt gerade hoch. Genauso ist es. Fährt dann da links rum, ne? Genau. Okay, dem folgen wir mal gerade, um zu sehen, wo der lang fährt. Mainz neben, 23 Passagiere, interessant. Können wir zumachen. Hier rechts ist auch noch einer, den können wir auch zumachen. Hier, das sind die an der Tankstelle, die über 1000 Gäste. Gut, das machen wir auch zu. Er fährt natürlich auch minus ein hier, ne? Ist die Frage, wo der herfährt, ne? Und der fährt natürlich diese Schnellstrecke lang. Obwohl, hier ist es noch und dann könnte er da rechts fahren, ne? Wo fährt er wirklich lang? Gute Frage. Den machen wir auch zu. Sonst haben wir hier noch... Achso, das sind alles die und der Rest ist bescheiden. 5000. Gut, Lindau Tankstelle, Darmstadt Bahnhof, Münster, Westsiedlung war das. Das ist der Flughafen. Ja, aber das ist ein Flieger da hinzusetzen, das lohnt ja gar nicht, ne? Das haben wir ja schon ausgemacht, oder? Komm, einmal bitte Köln, Münster, ach so. Ja, das ist der Flieger hier. Die steht da, irgendwo in Itzehoe. Und fliegt nicht. So, der fährt den idealen Weg, bis jetzt. Ich will hoffen, dass er da dreht und dann direkt zurückfährt. Aber der dreht hier hinten irgendwo, kann das sein? Das ist ja voll doof. Ne, der fährt direkt wieder aus dem Bahnhof rückwärts raus. Alles klar, dann kann das so bleiben. Okay, der ist optimiert. Allerdings, da ist das Problem, ne? Den mal weglassen dann. Der fährt um die Null rum und der transportiert unsere Leute. Ist die Frage, wenn wir da eine Nummer größer nehmen, ob sich das rentiert. Hat man hier nicht einen Lokschuppen irgendwo? Ach, der ist ins Kreuz gewechselt, genau. Elektrotraktion und dieser war das. Was haben wir denn da? 20.000. 1 Euro Unterhaltskosten kostet der. Das ist der erste, ne? Das ist der letzte. Ist genau umgekehrt, aber egal. Und dieser zwischen, der kostet nur 1 Euro. Ich glaube, wir setzen da noch einen drauf. Den, den, dann den. Kriegen wir das hin mit Haltlänge? 3. Ich glaube, es könnte bestimmt noch einer mehr sein. Und dann den. Ist auch noch Haltlänge 3, genau. 103 km/h fährt er so. Was ist das für ein Darmstadt-Köln? Passt. Starten. Er fährt los. Er sollte aber in Darmstadt starten und nicht in Köln. Genau so ist es. So, gucken, ob sich der rentiert. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Das kann weg. Ne, das konnte nicht weg, ne? Das war, doch, das war der Flughafen hier. Hm. Wie viel haben wir denn da?
ist das hier. Kann weg. Gelsenkirchen ist da unten. Wo wollen die denn alle hin? Alles innerstädtisch. Und der meiste hier Gelsenkirchen Ost. Ist hier unten irgendwo Ost, ne? Ja, beim Fußballstadion. Welche Linie ist das? Ja, da fahren schon drei. Ist die Frage, ob die anderen Bushaltestellen hier alle überhaupt, ja, obwohl da stehen schon 65, 23. Ja, da kann noch ein Bus drauf, ne? Gut, hier war Lindau, war der Bus, Linie, Stadtbus Gelsenkirchen, Linie 1 und starten. Den nehmen wir mit. So. Eine Tankstelle sieht hier unten ja interessant aus. Das zu. Das auch zu. Gelsenkirchen Bahnhof haben wir jetzt hier. Gelsenkirchen Ost und Monument. Ja, das können wir mal so laufen lassen erstmal. So, Köln-Ost-Siedlung. Flughafen. Ja, wir müssen unbedingt das Flugzeug anders fliegen lassen. Es bringt uns nichts, dass es da unten in Itzehoe steht. Ja, das steht in Itzehoe und fliegt nicht. Das heißt, wir machen es ganz einfach. Den Flieger rausgesucht, der ist da. Linie ändern. Münster. Dann fügen wir da einfügen. Dann soll der hier wieder hin. Mach das Fenster mal gerade ein bisschen größer. Jetzt brauchen wir noch Münster. Kann ich da so hinspringen? Ich glaube ja, ne? Dann soll er da wieder hinfliegen. Warte, Ostsiedlung, Itzehoe nach Münster. Dann zum Ostsiedlung. Münster, Itzehoe. Dann wieder dahin, bitte. Und dann wieder dahin. So, jetzt fliegt er Köln nach Itzehoe, dann fliegt er nach Münster, dann nach Köln, dann nach Münster, dann nach Köln, dann nach Münster, dann nach Itzehoe. Und dann nach Köln. So, lassen wir es mal. So, und dann sollen wir das schon starten lassen oder soll sie noch stehen? Starten. So, auf geht's nach Köln. So, fliegt auch. So, da müssen wir dann gucken, wie viel der fliegt, wie viel der macht. Hier Lindau Tankstelle. Ich glaube, da hat man eben 1000, da wird abgebaut. Das kann weg. Ja, das müssen wir beobachten dann. Das auch. So, dann sind wir hier schon ein Stück weiter. Köln-Ostsiedlung Flughafen. Aber da können wir nochmal reingucken. Ja, die anderen sind Passagierzahlen, gehen eigentlich. Dortmund-Kreisel. Ja, Westsiedlung Flughafen. Da haben wir auch noch so ein Problem. Die wollen alle zum Flughafen noch hin, ne? So, wie sieht das hier aus? Voll geladen. Fliegt jetzt wohin? Nach Itzehoe. Ist ja super. Und steht er wieder in Itzehoe. Auch toll, ne? Den müssen wir hier ändern, dass er in Itzehoe nicht so lange wartet dann. So, jetzt steht er da, hat... Oh ne, der ist voll, der fliegt sogar durch, wow. Ach so, der hatte noch relativ viel Passagiere da, na okay.
Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das hier entwickelt. So, das ist der Kreisel. Und wie sieht's hier aus? Fährt da auch einer? Zubringerbus fährt da auch. Und da fährt aber keiner da hoch zum. Und hier stehen nochmal 3000. Gut, okay. Es wäre schon zu überlegen, hier eine direkte Linie rüber zu ziehen, ne? Schwierig. Wie teuer ist denn so ein Riesenbus? Warte mal, in Münster war da das Depot, oder? Was kostet denn so einer hier? 9,85. Und das ist natürlich unschlagbar gegen 80 Cent, ne? 100 Passagiere, der hat 108 Passagiere. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, müssen wir noch ein paar Zubringerbusse machen halt. ZBB hatten wir nicht hier. Dortmund Flughafen. Ja, das passt. Drei Stück dabei oder vier sogar. Anders geht's jetzt nicht. Gut. Jetzt hätte ich gerne einen davon gehabt, um den mir gleich anzugucken, ob das läuft. So, hier sind wieder 1000. Ja, was macht unsere Bilanz? Das ist die nächste Frage, ne? Oh, gerade da oben, aber ich glaube nicht, dass die da oben bleibt, ne? Monat? Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Geld haben wir noch 1,1 Millionen. Wie lang ist der Monat noch? 20 Tage. Das muss jetzt mal nach oben dann gehen. Gucken wir mal hier insgesamt rein noch. Das ist eine Zuglinie. Die fährt leichtes Plus ein. Das war der vorhandene. Doppeldeckerbus Gelsenkirchen. Ah ja, da haben wir noch einen draufgesetzt. Der fährt auch schon Plus ein. Brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Und das ist der große, den ich noch dazu gesetzt habe. Und der bezahlt, und da bezahlen wir voll drauf, oder was? Okay. Beobachten wir den weiter. Das war, glaube ich, der letzte, den ich gerade angeschoben habe. Ah, hier 833, da wird es auf jeden Fall weniger an der Tankstelle. Hier unten haben wir noch einen Doppeldeckerbus in Lindau auf Linie 2 gesetzt, zweimal und fahren beide wunderbar plus ein. Ne? So, was macht das hier? 371. Ach, der Januar ist noch nicht rum. Okay. Wir hoffen, dass das hier auch mehr wird, ne? Ach so, 336 war das mal. Gut, was ist das hier? Das ist der Flughafen. Und das auch. Nur die Frage, wo das Flugzeug ist. Schon zugemacht? Ne, hier unten ist er. Der kommt gerade wieder und landet wo? Wahrscheinlich in Itzehoe, ne? Genau so ist es. Super. Und wartet jetzt wahrscheinlich da eine ganze Weile. Genau so ist es. Nehmen wir Itzehoe da raus aus dem Fahrplan. Ich habe fast die Vermutung. Es rentiert sich irgendwie nicht. Ja, der wartet jetzt ewig da unten wahrscheinlich. Ist gerade ein Bus gekommen, aber steigt keiner ein. Jetzt haben wir den Fahrplan gerade für Itzehoe runterschrauben hier. Einfach mal durchfliegen lassen und gucken, was passiert. So. Haben wir einen Jahresabschluss schon? Einen Monatsabschluss schon? Nein.
Also wir kriegen auf jeden Fall jetzt schon mittlerweile Betriebskosten rein und etwas von den Instandhaltungskosten dann. Er fährt hier miese ein, ist aber gerade voll beladen und kommt an. Bezahlen wir? Ja, da kommt er auf 0 gerade mal. 669 Passagiere hat er geladen. Den können wir mal hier zumachen, Dortmund-Kreisel. Da hatten wir ja einen noch draufgesetzt. Super. ZBB-DD-Flug. 91 hat er jetzt. Und der fährt jetzt wohin? Zum Haupt. Hat aber für Nutzwald eingeladen hier. Wo ist denn das jetzt? Dortmund-Nutzwald. Da ist der, ne? Nee. Hier hinten, der letzte, ist das okay. Oh, unsere Zahl wird besser. Wir sind schon unter 300.000. Wie viel hatten wir hier? 312. Da hatten wir 336 und jetzt sind wir schon bei 300. Ja, fällt aber gerade wieder. Irgendwer fliegt gerade miese ein oder sowas. Bestimmt hier. Ja, was macht er denn? Aber er hat. Ja, jetzt landet er gerade und es wird abgerechnet. 3.000 plus. Vollgeladen für Köln. Da warten noch reichlich. Da auch. Die können wir mal zumachen. Ja, hier müssen wir dann weiter gucken. Doppeldeckerbus hier, 152. Ich glaube, da sind wir durch. Wo ist er jetzt? Oh, da fahren drei nacheinander. Oder sogar vier. Auch schön. Die fahren alle zum Flughafen, ne? Alles Flughafen. Wie sieht's denn hier an der Haltestelle aus? 2000 noch. Hier hatten wir auch so eine Haltestelle, ne? Auch 2000. Müsste ein größeres Fahrzeug hin, in Anführungsstrichen. Da wartet Langholz und 8 Passagiere. Er ist jetzt gerade an der Bushaltestelle hier am Kreisel. Halt aber für Dortmund-Nutzwald. Wie sieht es hier mit unserer Zahl aus? Oh, wunderbar. Ja, guck mal, wie das hochkommt. Ja, dieser hier, der macht kein Plus. Ich glaube aber bei Darmstadt jetzt schon auf der Strecke. Ja. Kommt jetzt an. Und wird in den roten Zahlen bleiben, ne? Ja, 350, okay. Ist jetzt aber voll geladen. Okay, Lindau Tankstelle. Bleibt so bei 1000 stehen. Rechnet sich also auch nicht so richtig, ne? So ein paar dazugekommen. Jetzt haben wir in Lindau Knoten auch noch so viele. Ich glaube, jetzt haben wir da noch mehr geschafft. Okay, Lindau müssen wir uns nächstes Mal nochmal angucken. Ich denke mal, für die Folge soll es auch wieder reichen. Der Flieger macht hier richtig Plus, solange er nicht bei Itzehoe ist, ne? Oh, da ist unser Monatsabschluss gewesen jetzt. 204.000, okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Will ich hoffen, dass es auch besser wird. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.